I get those goosebumps every time. Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 19 Uhr mit Jan Busche. Die 7 führenden Wirtschaftsmächte haben ihr Gipfeltreffen im bayerischen Elmau beendet. Im Zentrum der G7-Abschlusserklärung stand der Krieg in der Ukraine. Aus Elmau, Kilian Neuwert. Die G7 seien sich einig, Russlands Präsident Wladimir Putin dürfe diesen Krieg nicht gewinnen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD. Ein Ergebnis des Gipfels unter seinem Vorsitz ist, dass die G7-Staaten der Ukraine langfristige Unterstützung zugesichert haben. Allein in diesem Jahr wollen sie dafür über 29 Milliarden Dollar ausgeben. Außerdem treten die G7 schon jetzt für eine internationale Wiederaufbaukonferenz ein. China forderten die Staatenlenker in ihrer Abschlusserklärung auf, die westliche Sanktionspolitik zu achten. Für Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung wird der Zusatzbeitrag ab dem kommenden Jahr um 0,3 Prozentpunkte steigen. Grund für die Erhöhung ist nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Lauterbach eine Finanzierungslücke von insgesamt etwa 17 Milliarden Euro. Derzeit liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag für Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen bei 1,3 Prozent. Die Ampelkoalition im Bund hat sich darauf verständigt, dass auch nach 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden sollen, sofern diese mit klimaneutralen Kraftstoffen betrieben werden. Verkehrsminister Wissing sagte, dass sich die Bundesregierung bei den Verhandlungen der Umweltministerinnen und Minister der EU für einen entsprechenden Kompromiss einsetzen werde. Die EU-Kommission wird hierzu einen konkreten Regulierungsvorschlag unterbreiten, und zwar sowohl für Pkw als auch für leichte Nutzfahrzeuge. Damit ist der Weg für eine Zustimmung heute im Umweltministerrat frei und das Verbot des Verbrennungsmotors vom Tisch. Bundesverkehrsminister Wissing von der FDP. Deutschland und Nigeria haben sich darauf verständigt, wie die Rückgabe der Benin-Bronzen abgewickelt werden soll. Außenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth werden nach Informationen der deutschen Presseagentur am Freitag in Berlin mit ihren nigerianischen Kollegen eine Absichtserklärung unterzeichnen, die den Weg für die Eigentumsübertragungen der kolonialen Raubkunst freimacht. Zwei Bronzen sollen direkt im Anschluss übergeben werden. In rund 20 deutschen Museen gibt es etwa 1100 Exemplare. Einige von ihnen werden als Leihgabe in Deutschland bleiben. Enjoy euer Tag, eure Infos. Zuverlässig und aktuell. Da, fast überall im Norden bleibt es ein schöner, sonniger Abend heute. Die aktuellen Temperaturen: Niedersachsen in Hannover 25 Grad, Schleswig-Holstein in Pinneberg 24 und Mecklenburg-Vorpommern in Parchim 25. Morgen am Mittwoch wechseln sich dann den ganzen Tag über Sonne und Wolken immer wieder ab. Meistens bleibt es auch trocken, dazu morgen bis 23 Grad in Göttingen und bis 25 in Husum. 3:07, das Update von den Autobahnen mit nur einer Meldung. A7 Hamburg Richtung Hannover zwischen dem Dreieck Hannover Nord und Großburg Wedel. 3 Kilometer Stau, halbe Stunde plus. Ansonsten alles frei. This is Enjoy. Play mit Alex. Einen wunderschönen guten Abend. In den nächsten 3 Stunden skippen wir uns hier zusammen wieder durch ganz viel neue Mucke. Und ich fange an mit einem Track, der ist so neu, der ist quasi noch warm. Weil er ist erst vor 1,5 Stunden offiziell erschienen. Und zwar der ganz, ganz neue Song von Lauf. Im August kommt sein neues Album raus und das hier ist schon mal so ein weiterer Vorgeschmack darauf. Also ganz, ganz, ganz neu. Gerade erst rausgekommen. Lauf mit Kids Are Born Stars in Enjoy Play.